Ja, hallo zusammen. Hier stehen noch die Reste von gestern vom Online-Kurs herum. Ich bin ein bisschen in Zeitdruck und schaffe es halt leider nicht, euch ein längeres Video zu präsentieren. Aber das, was ich heute zeige, das wollte ich schon eigentlich länger machen. Und zwar geht es wieder um das Thema Farbenmischen, wo erfahrungsgemäß die allermeisten von euch Schwierigkeiten haben. Und ich zeige euch heute eine Methode, wie ihr ein bisschen üben könnt und sicherer werden könnt. Ich habe dazu schon einige Videos gemacht, zum Beispiel zum Thema limitierte Palette. Dann gibt es ein Ergänzungsvideo zu meinem Buch zu dem Thema Farbenmischen, blende ich hier irgendwo noch ein. Und heute geht es um einen kleinen Teil aus diesem Buch, nämlich um das Thema Farbkarten. Was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Und zwar zeige ich euch heute drei verschiedene Varianten. In der ersten Variante geht es darum, dass ihr zwei Farben heute stufenweise ineinander laufen lasst. Ich blende euch eben das mal ein, was ich damit meine. Am Beispiel Gelb und Rot. Also ihr stellt euch ein Raster her, ob ihr das ist auf Papier, Leinwand oder sonst was macht, ist egal. Hauptsache ihr könnt es länger behalten. Manchmal ist es auch ganz hilfreich, das in Skizzenbuch zu machen. Dann könnt ihr schön blättern drin oder ihr macht euch ein spezielles Farbkartenbuch, ne, aus einem Aquarellblock. Und zwar gehe ich also hin und nehme, am einen Ende nehme ich die reine Farbe Gelb und am anderen Ende nehme ich die reine Farbe, in dem Fall Krapp. Und dann fange ich halt an und gebe zu dem Gelb ein bisschen was von dem Krapp. Das war jetzt schon zu viel und das war jetzt eben schon zu viel. Und da seht ihr halt, das ist genau das, was er halt lernen soll. Ne? Wie viel Farbe muss ich halt dazu nehmen, damit ich ein vernünftiges Mischungsverhältnis bekomme. Dann mache ich den Pinsel sauber, trocken sauber, gehe wieder in die rote Farbe rein und mische weiter. Dann wird es dunkler, dann gehe ich wieder ein bisschen in die rote Farbe rein, dann wird es noch dunkler. Dann gehe ich wieder in die rote Farbe rein, es wird noch dunkler, bis ich dann schlussendlich hier gelandet bin. Ja, und dann habe ich da so einen schönen Übergang von verschiedenen Farben. Das zeige ich euch nochmal in groß. So, also das ist die Variante 1. Damit lernt ihr halt, wie viel Farbe ihr jeweils nehmen müsst von der einen oder anderen Sorte. Also bei Krapprot ist es zum Beispiel so, dass es extrem färbend ist und dass ihr da wirklich nur minimalste Mengen davon nehmen sollt. Und wie viel eine minimalste Menge ist, lernt ihr halt mit dieser diesen Farbkarten halt idealerweise. So, die zweite Variante ist dann, dass er hingeht und all die Farben, die ihr gemischt habt, ich mache das immer gerne in der zweiten Reihe drunter, dass ich ein bisschen Weiß nehme und jeweils Weiß dazu mische. Pinsel sauber machen, wieder Weiß nehmen, dazu mischen, sauber machen und so weiter und so weiter. Und dann kriegt er halt eine zweite Reihe an Farben, wo er die Mischfarben aufhält. Ja. Die andere Variante ist, dass er wirklich nur eine Farbe nimmt, also zum Beispiel in dem Fall das Krapp. Im Prinzip das gleiche wie hier, das Krapp auf dieser Seite, das reine Weiß auf dieser Seite. Und dann fängt er halt an, das Krapp allmählich zu verdünnen, immer wieder neu Weiß aufnehmen, noch dünner machen, noch mehr Weiß aufnehmen, noch dünner machen und so weiter und so weiter. Und dann kriegt ihr halt auch eine wunderschöne Reihenfolge von verschiedenen, in dem Fall von verschiedenen Pinktönen. So, okay, dann die dritte Variante, die ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar geht ihr dann hin, dass ihr im Prinzip, so zeige ich euch mal eben, ich blende das mal ein, was ich damit meine. Also, auf der oberen Reihe, da stehen jetzt verschiedene Blautöne, nicht nur einer, sondern zum Beispiel Kylinblau, Ultramarinblau, Königsblau, Preußischblau. Und auf der senkrechten Spalte steht immer die gleiche Farbe, also zum Beispiel die Farbe Gelb. Ja? Ich führe das jetzt mal hier nur in einem Beispiel vor. Also ich habe jetzt nur zwei Farben vorbereitet, also ich könnte jetzt hier zum Beispiel das Rot nehmen und das Blau da oben. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, zwei unterschiedliche Farben zu nehmen. Sollten schon immer die gleichen, die aus dem gleichen Farbenraum stammen. Also entweder nur Blautöne oder nur Rottöne. Ich habe jetzt nur nichts anderes vorbereitet. Dann kommt hier Gelb hin. Und dann ist es halt so, dass er hier in die Kästchen an den Kreuzungsstellen halt immer entweder die gleichen Mengen vermischt, also 1 zu 1. Mache ich mal hier.
oder dass er dann eben von der Farbe, die hier ist, die doppelte Menge nimmt. Also ein Mischungsverhältnis von 2:1. Ja. Ich blende euch das nochmal ein, damit ihr so eine Vorstellung habt, was dann dabei rauskommt. Damit lernt er dann halt, wie viel ihr von jeder Farbe nehmen müsst, um ziemlich zielgenau eine bestimmte Farbe zu erreichen. Ihr könnt diese Farbkarten ja auch nehmen, und wenn ihr ein Motiv habt, das ihr malen wollt, könnt ihr die Farbkarte daneben halten, und wenn ihr euch immer schön aufschreibt, welche Farben ihr hier verwendet habt, dann ist es eigentlich relativ einfach, Farben immer und immer wieder sicher neu zu mischen. So, und die allerletzte Variante ist dann im Prinzip genau das wie hier, nur dass eben hier nicht nur ein Gelbton ist, sondern eben verschiedene Gelbtöne, was ich, Neapelgelb, Indischgelb, Primärgelb und so weiter. Und dann kriegt er natürlich noch eine viel größere Auswahl. Und die Krönung des Ganzen wäre natürlich, wenn er jetzt nur hingeht und jeweils diese Farben wieder mit Weiß aufhält, dann habt ihr nämlich jeweils zwei verschiedene Farbtöne zur Auswahl, einmal mit Weiß aufgehellt und einmal ohne Weiß aufgehellt. Ja. So, man kann mit diesen Farbkarten noch viel, viel mehr machen. Das ist jetzt wirklich nur so Einsteiger-Quick-Tipp. Das reicht ja schon mal, da seid ihr viele, viele Stunden damit beschäftigt. Und das ist was, gerade für Stunden, wo ihr kreativ vielleicht blockiert seid. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, mit kreativen Blockaden umgehen. Ich glaube, ich habe da auch die Farbkarten empfohlen, weil das ist was, das kannst du immer machen. Also, da kannst du mit den Farben spielen, völlig Sinn, ohne irgendeinen bestimmtes Ziel zu verfolgen, sondern einfach auch nur um Spaß zu haben, weil zum Teil ist es echt super interessant, was rauskommt. Ihr kennt ja den Klassiker, wenn er schwarz mit gelb mischt. Ne? Dazu habe ich auch mal einen Quick-Tipp gemacht, Farben mischen für Ungeduldige, dass da eben nicht ein dunkles Gelb rauskommt, sondern eben Olivgrün. Ne? Und das ist super spannend, auch wenn er zum Beispiel Gelb und Cadmiumgelb und Kylinblau mischt, dann gibt es einen wunderschönen Türkiston. Ne? Also nicht irgendwie so einen grün, schon grünlichen Ton, aber ihr könnt dann halt Türkis damit mischen. Das sind halt so Sachen, die lernt ihr halt auch durch Farbkarten nochmal auf spielerische Art und Weise. Okay, das war's schon für heute. Ich hoffe, dass euch das Video weiterhilft, dass ihr mal das ausprobiert, dass ihr Farbkarten mal eine Chance gibt. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß, und wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder mit einem Motiv. Versprochen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.